Es geht weiter mit der zweiten Jubiläumsprungsitzung des Karnevalsvereins Bruchkatze Rammstein. Diesmal mit dem Gastverein KC Rot-Weiß Kaiserslautern und Prinzessin Jennifer. Doch bevor es losging, noch ein weiteres Jubiläum. Unser Präsident Jürgen Lesmeister und er feiert einen närrischen Geburtstag. 22 Jahre Präsident hier bei den Bruchkatzen. Ja, liebe Herren, jetzt bin ich ja doch überwältigt. Ja, ich habe damit ja nicht gerechnet, dass daran gedacht wird. Also Jürgen, sowas vergisst man nicht. Und es wurde laut mit dem Phönixkrätzern aus Rammstein. Was darin steht, ist gar nicht schlimm. Man muss nicht alles glauben. Auch Andreas Franz, unser Hofnarr, wurde an diesem Abend geehrt. Unser Hofnarr hat eine hohe Auszeichnung erfahren in diesem Jahr. Ein sehr hoch angesiedelter Preis. Das ist der Preis der Philipsburger Trommler aus dem Philipsburg, aus dem nahen Badischen. Und ja, diese Auszeichnung, diesen Trommler, den also wirklich schon sehr hohe Persönlichkeiten bekommen haben, mit dem wurde in diesem Jahr unser Andreas Franz ausgezeichnet. Lieber Andreas, zu deinem 22. Jubiläumsjahr als Hofnarr von der Bruchkatze Rammstein überreiche ich dir heute vom ganzen leeren Publikum hier im Saal eine Fastnachtsurkunde. Dazu herzlichen Glückwunsch. Ey, wie kommst du denn daher? Du bist aber ganz schön versaut vom Elternhaus. Meine Eltern werden auch immer komischer. Erst haben sie mir mit viel Mühe das Reden beigebracht. Und jetzt, wo ich es kann, verbieten sie mir andauernd den Mund. Die Bütt der zwei Schulmädchen Laura und Eva vom KC Rot-Weiß. Kalau! Es folgte das Tanzmariechenpaar. Anschließend lud unser Bürgermeister Ralf Hechler und sein Stadtrat die Rammstadt zur öffentlichen, nicht offiziellen Stadtratssitzung ein. Ich begrüße euch alle daher recht herzlich zu dieser närrischen Stadtratssitzung. Ja, unser Schriftführer, der ist nicht der Neue, im Bürostuhl umgefallen und hat sich beide Hände gebrochen. Sind wir schnell hinten, haben die Hände aus dem Hosensack rausgezogen, dass er ausgesehen hat, die Arme zu umfallen. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Mitgrade. Die Straßenburger Rammstein bitten um Verlängerung der Kerb vom 15. September bis anschließend 26. September um 11 Uhr also. Aller gut. Sprich zum Punkt, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, dass wir die Gehe sind? Okay, das sind wieder alle. Humba, Humba, Peter Reh, Rucki, Zucki, ach wie schön. Seit 66 Uhr stelle die Bruchkatze halb Rammstuf gekommen. Richtig. Kein Kommentar dazu von mir, aber von unserer Sarah, der Ersten. Man ist ja anderes gewohnt, weil der Herr Bürgermeister hat seinen Punkt nicht erfüllt. Ah, da war was mit 66 Glühwein oder so in der Richtung. Der war zu teuer. Ich glaube, er hat es noch. Traditionell wurde dann natürlich das Rammstein-Lied gemeinsam abgesungen. Und keine Sorge, alles weitere vom KVR-Abend, wie die Schautänze der Garde, folgen in verschiedenen Specials mit den Pro-Katzen-Mädels und vieles, vieles mehr. Also seid mehr als gespannt, es wird noch närrischer, ehe der Aschermittwoch uns einholt.